glaube, Götz ist immer was Besonderes, weil er natürlich auch der Zeit unterliegt, also der Geschichte und dem, was wir an Zeit erleben. Der wird sicherlich ein wenig anders sein als vor 2 Jahren, als ich ihn gespielt habe, weil da ist viel Zeit vergangen und Zeitgeschichte geschehen. Also wird er sich wieder ein bisschen anders darstellen als von vor 2 Jahren. Verstehe. Wie versteht ihr das? Wenn ihr Wein getrunken habt, seid ihr alles doppelt von dem, was ihr sein sollt. Noch einmal so leicht denken, noch einmal so unternehmen. Und die Inszenierung hat auch so ein paar andere Wendungen und es ist, ich glaube, komödiantischer geworden. Was gibt's? Im Ritt war ich nicht schlecht und führt so herein. Ich glaube, dass es eine sehr emotionale Inszenierung ist. Ich sage Amen. Ihr müsst sie sehen. Wenn sie einen ansieht, dann ist es, als würde man in der Frühlingssonne stehen. Und es ist fast eine kleine Romeo- und Julia-Geschichte geworden. Da darf man gespannt sein. Oh, deine Lippen sind warm. Soll ich euch verraten, wo es am wärmsten ist? Oh Gott, nein! Und eine, die uns heute noch etwas angeht, weil sie hat sehr viel, gerade in unserer Zeit, mit Humanismusverständnis zu tun. Wenn man seine eigene Haut für die allgemeine Wohltätigkeit einsetzen würde. Es ist ein bisschen auch der Grundstein unserer deutschen Geschichte. Dass hier ein Stück stattfindet, was Weltliteratur ist und auch hierher gehört, das ist außergewöhnlich. Das ist ein Event, dieser Platz, dieses Schloss ist großartig. Es verändert sich das Licht. Man muss das einfach sehen, finde ich. Schon alleine, weil wir hier sind, schon alleine, weil ich da bin. Nein, es ist wirklich besonders. Es ist ein besonderer Platz, den sollte man in seinem Leben erleben. Wie New York zum Beispiel.